Hallo, hier ist wieder euer Markus von All About Tennis. Heute bei meinem dritten Aufschlagvideo möchte ich euch einen harten Aufschlag erklären, so wie ich praktisch 90% meiner ersten Aufschläge mache. Ich werde nicht viel Worte über den grundsätzlichen Ablauf des Aufschlages verlieren, denn der bleibt ja doch bei jedem Aufschlag, egal ob Kick, Slice oder Hard, identisch. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht über den grundsätzlichen Ablauf des Aufschlages. Und wenn ihr euch das ansehen wollt, habe ich euch hier einen Link eingefügt. Ja, beim ersten Aufschlag, also beim sehr harten Aufschlag, ist es so, die Anfangsposition ist natürlich gleich. Was eigentlich variiert, ist eben immer der Ballwurf leicht zwischen den unterschiedlichen Aufschlägen und die Art, wie ich zuschlage. Vor allem, wie ich den Ball treffe. Bei einem sehr harten Aufschlag ist es wichtig, den Ball eben auch vorzuwerfen ins Feld. Man lässt den Schläger in den Rücken fallen, Schlag zu. So, jetzt bin ich beim Treffpunkt. Und der Treffpunkt soll praktisch vorne sein, ja, und leicht rechts. Wenn wir uns vorstellen, ich treffe jetzt den Ball, ich bin aufgedreht, meine Brust zeigt nach vorne, dahin, wo ich hinschlagen möchte. Und jetzt sehen wir hier meine Schulter. Ballwurf soll praktisch über die Schulter und leicht nach vorne, so dass ich in eine Streckung schräg nach vorne komme. Hier könnt ihr sehr gut den Treffpunkt sehen, beziehungsweise die Streckung nach schräg vorne, also wie weit man den Ball nach vorne ins Feld werfen muss. Wie weit man ihn nach rechts werfen muss, könnt ihr dann zum späteren Zeitpunkt bei den Aufschlägen sehen, die ich für euch aufgenommen habe. Ich schlage dann zu. Und ich ziele ja den Aufschlag an einen bestimmten Punkt. Und wenn ich sehr hart aufschlagen möchte, dann muss ich natürlich auch ziemlich genau an diesen Punkt hinschwingen. Ja, ich darf nicht zu weit nach rechts schwingen, wie bei einem Slice-Aufschlag zum Beispiel, sondern muss ziemlich exakt an diesen Punkt schwingen. Wobei ich immer ganz leicht rechts am Ball vorbeistreife. Das heißt, ich schwinge nicht ganz genau an den Punkt, sondern als Rechtshänder schon etwas rechts vorbei, aber minimal. Was ich natürlich noch machen muss, ist, wenn ich zuschlage, meinen Arm drehen. Ansonsten kommt wieder zu sehr der Rahmen nach vorne, der Schläger steht zu schräg. Ich kriege zu viel Slice in den Ball und der Ball fliegt nach links weg. Das heißt, wie bei jedem Aufschlag, nur bei einem sehr harten etwas mehr, muss ich hier wieder die Armdrehung nutzen und dann ziemlich genau auf den Punkt schwingen, wo ich den Ball haben möchte, minimal rechts daneben und auf den Ball draufklappen. Es wird dann minimaler Slice, also Seitenschnitt, in den Aufschlag reingehen, was man aber kaum merkt. Das ist, wie ich den ersten Aufschlag immer mache, also mit minimalem Slice. Deswegen ist auch kein so großer Unterschied zwischen einem starken Slice-Aufschlag und einem harten Aufschlag. Denn beim Slice-Aufschlag ist hier einfach nur noch mehr Slice drin. Ja? Ich schwinge noch mehr nach rechts und Ball geht mehr nach links weg. Und beim ersten Aufschlag ist ja auch schon ein bisschen was von diesem Seitenschnitt drin. Ich habe hier ein paar erste Aufschläge von mir aufgenommen, wie ich sie eben mache, mit ganz leichtem Seitenschnitt. Also nicht komplett gerade. Jetzt kommt gleich ein Aufschlag, wo ihr ein Standbild seht. Da seht ihr die Armdrehung.
jetzt treffe ich gerade und jetzt kippe ich nach rechts weg. Also Pronation nennt man das übrigens, wen es interessiert. Und es ist einfach so, dass ich einen Aufschlag eben ersten doch recht hart haben möchte und das erreicht man eben dadurch, dass man minimal nur rechts vorbeischwingt. Also je weniger ich rechts vorbeischwinge am Ball und je stärker ich diese Armdrehung, also Pronation mache, umso härter und gerader wird mein Aufschlag. Jetzt kommen gleich nochmal ein paar Standbilder, wo man sehr gut sehen kann, wie ich den Ball hier rechts vor mir treffe. Und jetzt sieht man, wie ich leicht rechts vorbeistreife und diese Pronation praktisch mache. Also den Schläger leicht wegkippe nach rechts durch die Armdrehung. Und hier nochmal in Zeitlupe sieht man auch, wie der Schläger praktisch wegkippt nach rechts. Man kann den Aufschlag auch komplett gerade machen. Und zwar machen das auch Spieler, auch Top-Spieler. Ich persönlich mache es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch einige Top-Spieler gibt, wenn nicht sogar viele, die diesen Aufschlag auch gar nicht anwenden. Und die ihn anwenden, wenden ihn auch nur ab und zu an. Also das ist kein Aufschlag, den man immer macht. Aber wie man wirklich die maximale Geschwindigkeit rausholen kann, ist, dass ich wirklich komplett auf den Punkt schwinge, wo ich den Ball hinhaben möchte. Und ich drehe meinen Arm und überdrehe ihn. Das heißt, die Fläche bleibt nicht leicht nach links ausgerichtet und ich streife leicht rechts vorbei, sondern ich klappe den Schlägerkopf praktisch in dem Moment des Treffens komplett so weg. Ja, ich klappe zu und überdrehe ihn, so dass ich praktisch verhindere, dass überhaupt Schnitt in den Ball geht. Dadurch wird der Ball komplett gerade, ohne jeglichen Schnitt. Er wird dadurch eben auch ein Stück härter, wie wenn ich einen minimalen Seitenschnitt reinlege. Die Frage ist nur, ob man eben auf die vielleicht 10 km/h Wert legt. Ich fühle mich damit nicht sehr wohl. Ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr Kontrolle damit zu verlieren und deswegen wende ich ihn nicht an. Aber ich kann den Aufschlag, ja, ich kann ihn auch auf diese Art und Weise etwas härter machen, aber ich verwende ihn eben nicht. Aber es verwenden ihn einige und es ist möglich. Hier habe ich euch einige dieser Aufschläge aufgenommen. Das sind jetzt wirklich komplett gerade Aufschläge, so wie ich sie eigentlich jetzt nicht verwende in einem Match. Aber ihr seht, ich kann sie und ich treffe sie auch eigentlich ganz gut, aber es ist einfach so ein bisschen Gefühlssache und Einstellungssache, ob man sie machen möchte oder nicht. Es ist aber, wie ihr auch seht, sehr schwer zu erkennen, ob er wirklich komplett gerade ist oder mit minimalem Seitenschnitt. Deswegen hier ein paar Bilder von oben, wo man es einfach noch besser sehen kann. Entscheidend ist hier einfach, diese Armdrehung im richtigen Moment und stark genug zu machen und genau auf den Punkt zu schwingen, wo man den Ball hinhaben möchte. Gleich sieht man es sehr gut. Treffpunkt und jetzt, genau jetzt, kippt mein Schläger weg. Also muss ich ihn wegkippen mit meinem Handgelenk und Armdrehung und so weit, dass die Seite komplett nach rechts zeigt. Und dadurch verhindere ich praktisch, dass überhaupt Seitenschnitt in den Ball geht. Hier nochmal in Zeitlupe. Eine Sache wollte ich noch sagen zum Überdrehen des Schlägers. Und zwar wird man, wenn man Aufschlag in Zeitlupe anschaut, immer sehen, dass der Arm natürlich den Schläger dreht und ihn auch überdreht. Also selbst bei einem leichten Slice im Schlag, also Rechtsschnitt, wird der Schläger doch danach so wegkippen. Also das ist keine Garantie, wenn man das sieht in der Zeitlupe, dass man sagen kann, ja, der Aufschlag
der war jetzt ganz gerade. Ja? Also das passiert immer, da darf man sich nicht täuschen lassen. Und es ist trotzdem Slice im Aufschlag. Dieses Überdrehen, ja, das ist halt auch sehr entscheidend, wann das genau passiert. Also ich kann praktisch so schlagen, beziehungsweise das werde ich ziemlich sicher, wenn ich sehr schnell serviere, egal ob mit oder ohne leichten Slice. Wenn ich meinen Schläger so drehe, dann ist entscheidend, treffe ich jetzt, ja, und habe noch einen leichten Slice und der Schläger kippt dann weg. Oder kippt er genau in dem Moment weg, ja, sodass eben überhaupt kein Slice mehr in den Ball reingeht. Also es spielt eine große Rolle, passiert das genau, dieses Wegdrehen beim Treffen oder ganz minimal danach. Also ist der Schläger noch ganz leicht so ausgerichtet vorher. Ja, und es braucht natürlich sehr viel Übung, um genau im richtigen Moment den zu kippen, dass man eben den Schnitt oder Nicht-Schnitt eben in den Ball bekommt, wie man es haben möchte. Hier nochmal der Unterschied, das ist ein erster mit leichten Slice. Hier sieht man es, wie ich minimal rechts wegschwinge. Und das ist ein erster komplett gerade, ich treffe und jetzt kommt die Andrehung und ich schwinge viel mehr nach vorne. Und hier von oben, ich treffe den Ball und man sieht schon, wie der Schläger leicht nach rechts weggeht, trotzdem die Armdrehung danach kommt. Und hier nochmal komplett gerade, ich treffe und jetzt genau in dem Moment dreht der Arm und er dreht stärker. Ja, das war's zum ersten Aufschlag, beziehungsweise wie man einen Aufschlag sehr, sehr hart machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne über YouTube an mich stellen, würde mich freuen. Viel Spaß beim Trainieren. Tschüss.